Computational Thinking mit BBC Microbit. Juhu, es geht los! Das ist Mary. In der Schule besucht sie wöchentlich einen Robotikkurs. Dort hat sie gelernt, wie man Roboter zusammenbaut und programmiert. Und das ist Roberto, Marys Roboter, dem sie immer wieder neue Dinge beibringt. Wie sie das macht und was man dazu braucht, erklärt sie euch aber gleich selbst. Damit Roberto das tut, was ich mir vorstelle, braucht er ganz genaue Anweisungen oder Befehle. Da Roberto keine Sprachbefehle verarbeiten kann, muss ich ein Computerprogramm für ihn schreiben. Roberto ist also ein Computer, den man programmieren kann. Programmieren, man kann auch Coding dazu sagen, bedeutet also, genaue Anleitungen für Computer zu schreiben. Auch alle Apps oder Programme, die du auf dem Computer oder Smartphone verwendest, wurden programmiert. Wenn du lernst zu programmieren, dann kannst du nicht mehr nur die fertigen Programme, die andere geschrieben haben, benutzen. Du kannst selbst kreativ werden und Spiele oder Anwendungen programmieren, die genau auf deine Bedürfnisse und Anforderungen abgestimmt sind. Um einen Computer oder Roboter programmieren zu können, sind folgende Dinge nötig. Du brauchst einen Computer, du brauchst ein spezielles Computerprogramm oder eine spezielle App, man sagt dazu auch Entwicklungsumgebung, und du musst eine Programmiersprache lernen. Mehr dazu erfährst du in den nächsten Videos.